dann die Live-Videos, als Beispiel jetzt, wenn ein neues Zelda-Spiel rauskommt, das wäre mir dann sehr wahrscheinlich dann nur live das Spiel zum Beispiel. Mir geht dann, als Beispiel mal gesehen, mir gehe jetzt jeden Tag live für 2 Stunden. Dann ist dann Part 1, Live-Video, das neue Zelda-Spiel. Genau, da ist dann so jede paar Stunde, 2 lang, weil man die alle live gemacht habe. Ich kann mir auch gleich live mit den Zuschauern hinteragiere und mache und das ganze Gedöns. Da finde ich eigentlich so relativ cool, so wenn man die Let's Plays so macht. Und die Wiederholung kann man sich da auch immer wieder angeben, weil die werde ich auch dann auch veröffentlichen. Kann man sich auch dann immer noch die Wiederholung ansehen, mal davon abgesehen. Dann erstelle ich so dafür auch eine neue Playliste. Wenn ich live gehe mit Mario Kart, dass ich dann nur alle Live-Videos mit Mario Kart abgesehen, also nur mit Mario Kart dann live gehe, werde ich dann alle in eine Playlist stecken. Gehe ich mit Fortnite live, kommt dann auch eine Fortnite-Playliste. Und so halt. Ja, und so habe ich das Ganze dann geplant. Also, ganz normal. So. Ja. Ja, dann wäre die Live hier nicht mehr so wie jetzt halt überhaupt nicht gelistet gemacht, sondern diese Playliste für nicht gelistet gemacht. Sondern die werde einfach dann direkt veröffentlicht, beziehungsweise auch dann in dann zum Beispiel dann Spielthematik her, oder halt eben von den Spielen her halt eben auch dann getrennt werde. Also von den Playlists her, also wie bei Let's Plays sind. Wir sind falsch rumgelaufen. Wie schon gesagt, auf jeden Fall von den Spielen her wäre wie Let's Plays halt eben auch dann getrennt. Dass da auch eine schöne Überblick dann für euch ist. Zum Beispiel Mario Kart 8 Live. Playliste. Falls ihr nur Mario Kart ansehen wollt und die ganze Wiederholung ansehen wollt, habe ich dann alles dann sortiert. Wie man das bei normalen Let's Plays auch kennt. Und so halt. So habe ich das Ganze dann geplant. Das ist diese Tür hier. So, da können wir wieder irgendwann später lang. Warum können wir da hin? Dann machen wir einfach mal. So klar, dass ich hier runterfliege. So, hier kommen wir hoch. So. Ey! Rubinensamen bringt da völlig mehr, so 319. Auf jeden Fall, sobald ihr in der Wassertempel seid, spätestens da, sammle so viele Rubine wie nur möglich. Einfach nur während des Spielverlaufs Truhe öffnen, Vase schlage, so wie hier zum Beispiel. Weil das spart auf jeden Fall wesentlich Stress.
Kann ich auch ganz einfach sagen, warum? Weil später gibt es so einen Lufttempel und ihr müsst euch da hochschießen lassen und das Teil müsst ihr dann vorher reparieren. Wie viel Rubin das genau jetzt kostet, weiß ich vielleicht nicht. Aber das, was ich weiß, es ist mega teuer. Also wie viele Rubine es genau kostet, ob 300, ob 600, ob 500 Rubine, kann sie nicht genau beantworten. Oder 300, wie gesagt, kann sie diese Stelle hier nicht ganz genau beantworten. Ich weiß auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nicht ganz so billig. Deswegen soll man auf jeden Fall ab dem Tempel hier sparen. Ihr müsst zwar nicht direkt nach dem Tempel in den Tempel rein, aber ein paar Rubine hier in die Stelle mal so spare, schade auf jeden Fall nicht. Wenn ihr wieder in den anderen Tempel drin seid, da wieder dasselbe, wenn möglich, Rubine mitnehmen. Also Wassertempel ist noch relativ einfach, würde ich mal so behaupten. Aber da gibt es bald so ein Wüstetempel oder wie sich das nennt. Das ist, glaube ich, etwas schwerer. Ja. Gut, dann müssen wir anscheinend jetzt den Raum hier machen. So, ein paar Bombe. Wir können leider nur eine tragen jetzt. Das ist fast schon Verschwendung. So, gehen wir kurz mal da wieder hoch. Wenn die Raum hier weiterkommen, weiß ich nicht, weil das Ding dreht sich ja auch nicht. Oder? Ich glaube, ich müsste hier rüber und dann müssen wir hier hin. Könnte sein, ich weiß es nicht, aber wäre durchaus möglich. Okay, da kommen wir hoch. Ja. Hier kommen wir auf jeden Fall weiter mit der Enderhake. Dann machen wir das einfach mal. So. Wir müssen bestimmt irgendwie Wasser hochbekommen, dass auch das Ding sich dreht. Und man da überall weiterkommen kann, wie man sieht. Sind wir wieder hier, also auf der anderen Seite halt. Da können wir wieder irgendwo das Wasser hoch machen. Das Ding dämlich. Okay. Das Ding will wohl Ärger. Weil die Zeichmauer da im Weg ist. Wie? Hallo? Das Ding will Wasser. Ist einfach nur Hebel, wie man den Hebel hier aufbekommen kann.
So, zurück. So, okay, gut. Dann also, wie heißt den Weg hier jetzt weiter? Wir sind so bei 45 Minuten und das in eine Stunde zu packen. Sie müssen auch relativ knapp ran, würde ich mal so sagen. Ja. Nein. So. Aber erstmal aussieht ein Rubin habe ich verpasst, schade. So. So, wir fahren bis an diese Stelle hier. Ja. Goodbye. Hallo, nicht abhauen. In zwei Teile. Auch für dich, goodbye. Ja, gut. Da können wir dort auch so Wasser hochmachen, aber wie kommen wir hier lang? Wie kommen wir da rein? Das ist hier die Frage. So Leute, ganz wichtig ist, immer genau umgucke. So, mein Rätsel für euch. Wie kommen wir da rein? Ich habe es jetzt gerade in dem Moment herausgefunden. Weil ich wäre jetzt nur, dass ihr verstehen sollte, falls ihr mal so ein Spiel spielen tut. Ich wäre jetzt hier lange laufe, hätte ich nicht zufällig den Weg gefunden. Wie kommt ihr rein? Auf jeden Fall immer gucke, was für Items habt ihr. Es war nicht immer so leicht, weil ihr habt relativ viele Items. Aber was für Items habt ihr? Nein, Bogen braucht ihr definitiv nicht. Ihr braucht die Enterhake. Einfach so. Und dann kommt ihr auch rein. Genau. Damit habe ich uns auf jeden Fall sehr viel Zeit erspart und sehr viel Nerven. Okay, ich bin so bei 48 Minuten bei dem Tempel hier. Ich glaube eine Stunde. Nee. Das schafft man auf jeden Fall eine Stunde nicht. Das hat auf jeden Fall eine Stunde definitiv nicht. Das war so klar. Auf jeden Fall eine Stunde Parks und Tempel, wie gesagt, leider nicht. Auf jeden Fall, ich kam ja immer und immer und immer weiter in Tempel. Es gab keine Schwierigkeiten. Bei der Endboss gab es auch keine Schwierigkeiten. Das heißt einfach dann für mich, dass man den nicht unter 50 Minuten, unter eine Stunde machen kann. Und dann Stunde weil nicht, weil ihr müsst ja noch den Endboss besiegen. Und dafür brauchen wir alleine mal mindestens 10 Minuten. Und sonst können wir auf jeden Fall unter eine Stunde leider nicht machen momentan. Wenn ich Glück habe, glaube ich ehrlich gesagt weniger. Können wir jetzt sogar eine Stunde bis zu der Endboss packen. Wenn wir Glück haben, packen wir 10 Minuten bis zu der Endboss. Aber ich glaube, das wird relativ knapp. Ich hoffe auf jeden Fall bis dahin die gröbste Rätsel zu packen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Bomben nachzubauen, aber habe ich auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle hier benötigt. Genau, die andere Stelle hier
Sehen wir ja auch so eine Truhe. Aber ob die so relevant ist, weiß ich nicht. So. Ob ich die andere Truhe holen werde, weiß ich nicht. Ist eigentlich nur ein Herzteil oder sowas drin. Aber hier immer mal der Kompass. So, hi. Wollen wir vielleicht mal runtergehen? So, dann bekommen wir ja Wasser und die innere Räume. Raus kommen wir natürlich auf denselben Weg mit Enterhake. So kann man sich auch fortbewegen. So, den Weg gehen wir einfach mal. So, wer sich umguckt, ich habe hier eine Truhe gefunden. Es waren nur 20 Rubine, aber wie gesagt, können wir für später gebrauchen. Und 20 Rubine ist schon echt viel. So. Oh. Da hätte ich mir eine Tür. Und jetzt dreht sich sogar den Raum hier. Komm, die sind alle runtergefallen. Yeah, das ist Können. Wie gesagt, wenn ihr die Gegner gerne erledigen wollt, dann wisst ihr jetzt, wie das geht. So, hier haben wir noch einige Sachen zu machen. Ah, ein paar Rubine. Ja, das ist die andere Türe will ich noch. Das ist die untere Türe können wir auch später noch reingehen. Bevor wir unten lang gehen, will ich erstmal gucken, was genau wir hier oben so machen können. Ja, sag einfach nichts. Bin da runtergefallen. So. Gehen wir einfach durch diese Türe lang. So. So. Ah. Das Teil bewegt sich ja jetzt. Dank, dass ich mir es gemacht habe. So, und jetzt ist der Ding dann so hochgegangen bis zu dem Endboss-Bereich.
glaube, den Tempel hier ist gar nicht mal so schwer. Ich glaube, wenn ich richtig vermute, bevor ich die Party begonnen habe, ich habe gemeint, der wäre so ähnlich schwer. Also, der Boss-Key wäre den Raum versteckt. Also, im Klartext, hab den Tempel eigentlich verwechselt mit dem Wassertempel aus Ocarina of Time. Hallo, Leute. Aber es ergibt später, gell? Nee. Hätte ja sein können, dass man da einfach nur andere Schlüssel findet. Hallo, nach oben. Nach oben. So. Was für ein Mistkerl. Geht natürlich nicht. Wir gehen den Kurs den Weg noch mal lang. So. Hier gibt es für uns, glaube ich, noch was zu erledigen, weil das Ding sich ja jetzt hier dreht. Genauso wie der andere Raum vorhin, den wir hier gemacht habe. Dann brauchen wir uns noch nicht lange dafür rumzuschlagen. Also, ich glaube, mir habe Tempel soweit fertig und fehlt eigentlich nur noch die Schlüssel zu der Endboss. Und dann kann man mal sagen, dass man den Tempel eine Stunde knapp fertig hat. Aber noch sind wir natürlich nicht ganz fertig. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. So. Auf jeden Fall müssen wir uns müssen auf den Stein hier. Da ist schon mal etwas ruhiger. Genau, das Teil dreht sich ja. Die Truhe lasse ich mal sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, man muss dann den Raum auf jeden Fall weiter. Irgendwo da bekommt man den letzten Schlüssel. Nein, du lass mich in Ruhe. So, hast du davon. Wir sind jetzt genau bei einer Stunde. Oh nö, Boski genauso versteckt ist, oder? Meine Güte. Also Wassertempel allgemein hatte ich ja eigentlich. Den habe ich ja zu Glück schon längst mehrmals gemacht. Und deswegen fällt das mir nicht so schwer. Aber wenn man den da erstmal machen tut, kann auf jeden Fall schon frustrierend sein, wenn man den nicht parken tut. Besonders nicht mal ohne Anleitung oder so. So. Da kommen wir jetzt nach oben. Genau. Mit die Unterwasserbombe.
Ich kann hier leider keine Pfeil und Bogen unter Wasser einsetzen. Aber das Ding hat es zum Glück den Weg freigemacht. Das Ding war die Bombe. Alles klar. Ja, du könntest gerne mitkommen. Danke. Hallo. So, kommst du mit? Mann, das Ding hat so eine schwache Reichweite. Kann mal kommen? Hallo, du kommst jetzt verdammt nochmal mit. Ey, ist das Ding taub? Weißt du was? Hier, Enterhake. So. Na, willkommen. Sauber, haben wir auf jeden Fall super gepackt. So, der haben ist erledigt. Yeah, Rubine. Mal bekommen wir auf jeden Fall ordentlich Rubine an dieser Stelle hier. Ah, da ist ein Boss-Key. So. Damit kann man sagen, von alle Rätsel her haben wir den Tempel in 1 Stunde und 5 Minuten gemacht. Gut, einfach ranzugehen, Abstand nehmen und von hier aus. Wie ich war gut damit den Weg davor weggesprengt habe. Das ist der einzige Weg für bei dem Boss-Key. Auf jeden Fall kann man sagen, wir haben von alle Rätsel her das ganze Gedöns den Tempel hier gerade mal 1 Stunde und 5 Minuten gepackt. Also ich habe ja 1 Stunde für den Tempel auf jeden Fall mal einberechnet, weil der Tempel schon sehr, sehr komplex ist und es viel zu machen gibt. Aber 1 Stunde und 5 Minuten ist so meine Bedenke völlig in Ordnung für den Tempel hier. Haben wir eine Truhe. Ja, ein paar Bombe können wir immer gebrauchen. Da muss ich mir erst los. So.
Auf jeden Fall der einzige, was hier jetzt so machen müssen an dieser Stelle hier, einfach so der Hauptraum hin. Natürlich könnt ihr einfach abspeisen und seid wie im Fall wieder bei der Hauptraum. Ich fand ich mir so weit entfernt. So. Ne, wenn ich da runterfalle, das ist blöd. So, dann warten wir hier auf das Teil, das wir uns da anlegen können. Das andere Teil kommt dann zeitgleich mit hierhin an. Hoffe ich auf jeden Fall. Nein, war so klar. Nein, es war zu kurz. So. So, das hätten wir auf jeden Fall. Dann gehen wir hier wieder runter. Oh, das war aber immer noch sehr, sehr knapp. Und hopp. Nein, nicht runterfallen, nicht schon wieder. So. Scheiße, nochmal. Ich hasse das, das Ding zurückzulaufen. Ganz ehrlich. Und zack. Wie gesagt, gehen wir da einfach jetzt mal weg zurück. So schnell wie möglich, damit ich wenig Zeit dran verbringen, dann gehen wir da die Tür oben raus. Dann kommen wir wieder in den Hauptraum hin. Nehmen wir kurz. Ne, da können wir gar nicht festhalten. So. Gehen wir einfach in den Raum. Da oben wieder hin. Ja, da können wir bestimmt nicht so rüber lang, aber wir gehen einfach den richtigen Weg hier. So. So einfach dann. In dem Fall Wasserfolge. Hey, eine Truhe haben wir noch bekommen.
Aber da kommen wir leider in dem Fall nicht weiter. Ja, vielleicht noch mehr Herzen besorgen. So klar, ich finde natürlich keine Herzen. Aber zum Glück haben wir dann eine Fenipette für den Endboss. Nee, da war der falsche Weg. So, dann gehen wir mal den Weg lang, dann kommen wir bestimmt irgendwie wieder raus. Genau, damit kommen wir dann nach oben. Ja, wie fall, das ist leider auch nicht der richtige Weg. Mann, das ist total dämlich. Da man nicht mehr den richtigen Weg rausfindet. So, wie fall uns irgendwo hier halten. So. Vielleicht können wir jetzt hier einfach da vorne so lang. Aber wir können uns ja hier auch noch festhalten, stimmt ja. Genau. Da können wir hin. So kommen wir zurück. Schade, das sind knapp 20 Rubine gewesen, die mir jetzt runtergeworfen habe. Ey, cool, wir haben 500 Rubine. Jeder, die auch nicht sinnlos ausgebe, wenn man auf jeden Fall so weit spare, wie es nur möglich ist. Natürlich kann man dies und jenes noch ein paar Sachen kaufen, aber so groß und ganze soll man die Zorn sparen. Also wie viel die brauchen wir da, um weiterzukommen, brauchen wir, um eine Kanone zu reparieren. Dafür benötigen wir die halt. So. So, Leute. So, das ist ein Boss-Key drin, also da der Endboss drin. Da sage ich mal, hier an dieser Stelle hier beende ich einfach mal den Part. In den nächsten Part geht es dann an dieser Stelle hier weiter. So, das speise ich mir dann noch kurz ab, noch mit euch gemeinsam. Auf jeden Fall haben wir bis dahin 1 Stunde und 14 gebraucht. Also top. Und dann können wir bald die andere größere Tempel machen. Und sobald das ganze Projekt vorbei ist und dann noch Maokai mit dabei ist, weil ich schon über die Hälfte zu Ende gespielt habe, kommen wir wieder in Zukunft. Also Zukunft, wenn ich mal so vorschlage, hauptsächlich dort nur Live-Videos und Live-Let's Plays. Wie gesagt, könnt ihr gerne nochmal diese Part in die Kommentare schreiben, was ihr so darüber hält. Ist eigentlich ganz gut, da sind die Leute auch aktiver und das Ganze gedönst. Und wenn man bei den Let's Plays Probleme habe, bekommt man vielleicht sofort Hilfe. Man würde es einfach mal so sagen, da sage ich mal, aber trotzdem an dieser Stelle hier. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, bis gleich, haut rein!